Leute, willkommen zur zweiten Apex Legends Flashback-Folge. Heute beleuchten wir die komplette erste Season. Wer die erste Folge verpasst hat und noch nicht so richtig weiß, um was es eigentlich geht, der sollte auf jeden Fall die erste Folge unbedingt nochmal sehen. Macht eigentlich auch völlig Sinn, weil es darum geht, zu zeigen, Season für Season, was hat sich geändert. Und gerade die erste Folge beleuchtet den Release von Apex Legends. Wie war die Grundversion, welche Legendenwaffen und was es alles nicht gab. Wir beleuchten jetzt Season 1. Ich starte gleich. Ich bedanke mich natürlich nochmal bei allen, die in der ersten Folge eingeschaltet haben und zusätzlich natürlich auch kommentiert haben, so ein bisschen in den Kommentaren vervollständigt haben, was habe ich vielleicht vergessen, wie so allgemein das Ganze empfunden wird. Das finde ich sehr, sehr geil. Also auch hier in Season 1 werde ich vielleicht das ein oder andere wieder vergessen. Ich versuche hier erstmals auch auf Patch Notes einzugehen, die wichtigsten Änderungen. Kann man anklicken auf der Apex Legends Wiki-Seite. Ich gehe aber nicht alle Patches durch, wirklich immer nur den Season-Patch, wenn die neue Season dann da ist. Die wichtigsten Änderungen versuche ich irgendwo mit aufzufangen. Alle Patches und Bugfixes und so, das sprengt einfach den Rahmen. Deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal auf die Wiki-Seite. Es gibt natürlich wieder ein paar Trailer. Leider gab es für Season 1 keinen Launch-Trailer, so wie es dann Season für Season immer der Fall war. Aber es gibt eine Art Gameplay-Trailer, der so ein bisschen natürlich auch Nostalgie aufhängt auf Kings Canyon, so wie Kings Canyon original einmal war. Also wir starten direkt. Die Hauptfakten der ersten Season. Natürlich, wir bekommen die erste offizielle neue Legende, Octane. Die Feature-Map ist natürlich immer noch Kings Canyon. Es gibt erstmals den Battle Pass. Wir gucken uns natürlich auch die Skins an, die so im Laufe einer Season kamen, aber immer nur die legendären, damit auch das nicht den Rahmen sprengt. Battle Pass-Theme war Prehistory. Reaktiver Skin, die Havoc, wer kennt's nicht. Dann ging natürlich die Season los am 19. März 2019 und ging bis zum 18. Juni 2019. Es gab das allererste richtige Event, nannte sich Legendary Hunt. Und was vorher war, war natürlich die Preseason und die zweite Season, Battle Charge. Das als kleiner Vorab-Ausblick. Als erstes würden wir mit der neuen Legende starten. Das macht jetzt für hier aber keinen Sinn. Wir starten jetzt einfach mal den Trailer, der zum Release der ersten Season kam. Viel Spaß damit. Let's go. So, wir gehen mal ganz kurz den Trailer grob durch. Es gibt ja eine Menge zu zeigen, was vielleicht der ein oder andere nicht zuordnen kann. Ich selbst grob durch, denn natürlich eine Menge Nostalgie hier. Viele Spots, die es auf Original Kings Canyon nicht mehr gibt. Und ich glaube, diesen Spot, keine Ahnung, wie der hieß, auf jeden Fall sehr beliebte Spots. Moment, ich will ein bisschen was einfangen hier übrigens. Schaut euch einfach mal die Draufsicht an. Da hinten sehen wir die Donnerkuppel, die es schon lange nicht mehr gibt. Skulltown da hinten hinter diesem hinter dieser Antenne. Die Antenne ist mittlerweile abgebrochen. Kennen wir aus Season 3. Der Longsteller, der wird nochmal sehr interessant. Hier diesen Spot, den gibt es auch schon lange, lange nicht mehr. Übrigens Wild Frontier ist das Theme. Übrigens hier Skulltown Original. Wird lange, lange vermisst. Ich sage mal,
Die Replika, die dann irgendwann implementiert wurde, ist natürlich nur halb so geil, muss man einfach mal sagen. Dann haben wir, Moment, wir sehen hier übrigens gleich die Havoc Rifle, natürlich den reaktiven Skin, einmal in Action und zwar genau jetzt. Und wir kennen das ja, reaktive Skins agieren so, machst den Kill, wird die Reaktivität immer krasser. Ich glaube, es maximal 5 Kills und dann hast du die Maximalstufe erreicht. Machen wir mal den Octane-Trailer und dort stoppe ich dann direkt und fange nicht nochmal komplett von vorne an. Das macht, denke ich, mehr Sinn. Natürlich Octane, wissen wir, der hat sich über Zeit auch eine Menge verändert. Auch hier betone ich nochmal, denkt euch bitte das Perk-System weg. Das kam erst sehr, sehr, sehr spät. Und ich bin hier ein wenig überrascht. Ich habe es mir nämlich diesmal vorher mal angeschaut. Swift Mend restores health over time. Und früher war es so, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Wir kennen natürlich die Passive, dass der über die Zeit wieder die Lebenspunkte regeneriert. Aber hast du Kills oder Assists gemacht, hat sich die Regenerationsrate erhöht. War mir so nicht bewusst. Dann gab es natürlich die ganz normale Stim. 40% schnelleres Movement für 6 Sekunden und es klaut dir 20% Leben. Das wurde irgendwann auch reduziert. 20% war es dann irgendwann oder ist es dann aktuell jetzt wieder und mit dem neuen Perk-System. Ja. Und was auch eine starke Veränderung war, irgendwann kam der Double Jump dazu, den ja jede Legende benutzen kann. Das konnte man vorher auch nicht, habe ich zumindest soweit noch in Erinnerung. Was von Anfang an ging, war natürlich verschiedene Arten, wie man das Jump Pad benutzt, reinsliden, dass du weiterfliegst, aber flacher oder ganz normal drauf rennst, höher, aber nicht so weit. Und natürlich, wenn du vor dem Jump Pad stehst und schlägst, dass du einfach nur vertikal nach oben und dann konntest du das wie so eine Hüpfburg benutzen. Soweit habe ich das noch in Erinnerung oder seitlich und so weiter, aber das kam alles irgendwann später, hat man das erst rausgefunden. Wir gehen jetzt mal weiter. Und zwar das erste Event, Legendary Hunt, war an sich so eine kleine Herausforderung, weil man eine bestimmte Badge freischalten konnte. Aber an und für sich, auch hier war der Modus noch nicht irgendwie besonders, keine großen Änderungen. Es war einfach so, das Ziel von Apex Elite Queue, so hieß das. Du musstest versuchen, so oft wie möglich hintereinander Runden in die Top 5 zu schaffen. Also, das ist quasi wie so eine Killstreak. 7, 8, 9, 10 Runden hintereinander schaffst du die Top 5, bekommst du eben eine Badge, wo dann auch diese 7, die 8 oder die 9 drin steht. Würdest du in 10 Runden zum Beispiel 5 mal die Top 5 erreichen, bist dann vielleicht in der sechsten Runde Sechster geworden. Dann startet diese Apex Elite Queue von vorne. Quasi die Badge zählt, wie viele Runden du hintereinander geschafft hast, ohne es zu versauen, in die Top 5 zu kommen. Nichts Besonderes. Ich glaube, ich habe auf meiner Elite-Badge eine 5. 5 Runden hintereinander waren es, glaube ich. Ich habe aber schon utopische Zahlen gesehen. Also die Badge war, das ist zum Beispiel eine Badge, wenn du Season 1 nie gespielt hast, wirst du die Badge niemals bekommen. Ansonsten war das jetzt nicht so besonders. Für dieses Event gab es aber ein paar schicke und vor allen Dingen auch seltene Skins. Und jetzt lädt verdammt nochmal die Seite nicht richtig. Ich werd bekloppt. Jetzt ist es wieder da. Wir hatten zum Beispiel diesen Skin, der sehr, sehr selten für Wraith ist und keine Ahnung, warum das so verschwommen ist, aber ihr erkennt's, denke ich. Die Seite ist verdammt langsam, denn für diese Seite ist enorm wichtig, ganz viel Werbung. Verdammt, jetzt fangen wir hier wieder fast ganz von oben an. Dann gab es den Triple Take Skin, der sieht richtig edel aus. Ich bekomme den jetzt hier leider nicht gesamt aufs Bild. Moment, ich habe eine andere Idee. Wir machen das mal ein bisschen kleiner. Ah, das wirkt auch nicht so cool. Wie gesagt, hier ist alles so mit Werbung vollgestopft. Das möchte ich einfach nicht komplett alles zeigen. Das ist eine absolute Vollkatastrophe für diese Seite. Also das kannst du eigentlich kaum jemandem zeigen. Und diesen wunderschönen 301-Skin gab es noch oben drauf. Der ist auch mega schick. Ansonsten, was gab es noch? Ach, wir hatten noch einen Bangalore-Skin. An den kann ich mich gar nicht erinnern.
Hier sehe ich den Kopf nicht richtig. Wie gesagt, voll mit Werbung und irgendwelchen Schriften. Also das ist eine Vollkatastrophe, die Seite. Aber es ist leider Gottes die beste Seite, die du zur History of Apex Legends bekommen kannst. Und wir haben hier, kann ich das irgendwie verschieben? Leider nein, das ist wirklich eine Katastrophe. Es tut mir leid, besser kriege ich es hier nicht hin. Klar, ich könnte jetzt den schwarzen Balken hier verschieben. Aber wie gesagt, ich möchte es vermeiden, hier so viel Werbung zu zeigen. Keine Ahnung, ob das sonst irgendwelche Folgen haben könnte. Aber ich denke, der Vollständigkeit halber sollte das so akzeptabel sein. Das waren die Skins, die wir für dieses Event bekommen konnten. Jetzt dauert das natürlich wieder, weil das so lange lädt und ich weiß immer noch nicht, warum das so lange dauert, hier das alles wieder auf die Kette zu kriegen. Und dann starten wir natürlich mit dem Havoc-Skin. Reaktiv in Silber. Das ist wirklich ein bisschen Asche, muss ich sagen. Das war Stufe 100 und Stufe 110. Die Havoc sieht schon mega geil aus. Aber man muss sagen, daran kann ich mich gerade so noch erinnern, diese ganze reaktive Geschichte war so heftig verbuggt. Da hat das ganze Grün geflimmert über den ganzen Bildschirm. Das haben die irgendwie gefühlt nie gefixt bekommen. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob das jemals wieder richtig funktioniert hat, weil wir sind mittlerweile überhäuft von Skins, dass du die meisten sowieso nicht brauchst, nicht benutzt. Bannerframes gehe ich nicht drauf ein. Ich könnte jetzt theoretisch. Moment, ach so, den Octane-Dingens habe ich schon gemacht. Ihr seht jetzt hier, warum es sehr, sehr schwierig für mich ist, ohne dass das Video eine Stunde geht, zu sagen, was hat sich wirklich zu 100% alles geändert. Es gab in Season 1, 2, 4, 6, 8, 9 Patches. Und der allererste Patch ist der Hauptpatch, die Patch Notes. Alle anderen gehe ich nicht durch, weil es einfach too much ist. Du siehst hier wenigstens noch, dass es der Main Patch ist. Dann gibt es noch den Patch für das Event. Aber das sprengt den Rahmen. Aber hier mit den Hauptpatch Notes kann man schon mal grob erahnen, in welche Richtung haben sich bestimmte Legenden entwickelt. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass Bangalore erstmals eine auf den Deckel bekommen hat, denn die Double Time wurde von 40% auf 30% Movement Speed zum Beispiel reduziert. Caustic wurde schon mal so ein bisschen angepasst. Da wurde zum Beispiel die Cooldown seiner Gasfallen reduziert. Der Radius der Gasfallen wurde erhöht und irgendwas am Schaden. Ich gehe aber nicht auf alles ein. Auch hier die ultimative Fähigkeit wurde die Cooldown reduziert. Also Caustic hat auf jeden Fall erstmal einen fetten Buff bekommen. Bei Gibby gab es einen Bug, gehe ich nicht drauf ein. Lifeline-Drohne gab es auch ein paar Bugs. Das Einzige, was richtig interessant ist, ist tatsächlich, und ich wusste, hier war irgendwas, es war aber nicht zum Release so, es. Warum kann ich denn das jetzt nicht anklicken? Boah, die Seite ist wirklich eine Katastrophe teilweise. Es war eine Weile lang nicht möglich, oder sehr, sehr lange sogar nicht möglich, alle drei Legenden gleichzeitig zu heilen. Hier steht es nämlich, das wurde gefixt, sodass maximal zwei gleichzeitig an einer Drohne hängen können. Und das Care Package hatte in der ersten oder in der Preseason war es möglich, dort goldenen Loot, goldenen Helm, goldenes Körperschild. Habe ich übrigens im allerersten Preseason-Video nicht erwähnt. Es gab natürlich auch noch ein goldenes Körperschild und so weiter und so fort. Oder auch ein Self-Revive, alles sowas. Es gibt einiges, was ich vergessen habe. Man konnte aus dem Care-Package von Lifeline goldenes Zeugs rausziehen, was dann in der ersten Season gefixt wurde und es war nicht mehr möglich. Dann gibt es noch ein paar Anpassungen an Pathfinder, auch nicht groß der Rede wert. Dann gibt es noch Cooldown Erhöhung von Into the Void, also die passive Fähigkeit. Ihr merkt schon, bei Wraith ging es relativ früh los, dass da schon mal der Nerf Hammer kam. Und ansonsten gibt es nicht viel mehr. Jetzt gibt es noch ein paar Quality of Life Changes, aber wie gesagt, das geht ein bisschen zu weit, wenn ich das jetzt hier alles noch mit erwähnen würde. Da möchte ich euch wirklich von komplett befreien. Man muss nicht minutiös jede Änderung durchgehen. Irgendwann gab es ja dann auch mal noch einen Split. Das fing ja dann auch irgendwann an. In Season 2 gab es erstmalig Ranked und glaube ich auch die Splits. Da gab es dann auch immer noch mal einen größeren Patch. Wenn sich da was ändert, überfliege ich das natürlich auch grob. Leute, Season 1, das war sie. Was haltet ihr davon?
Schreibt es, wie gesagt, wieder in die Kommentare. Lasst mich gerne wissen, ob euch irgendwas einfällt, was ich vergessen habe, gerade zu Octane. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, dass wenn man hier auf diese Wiki-Seite geht und du gehst jetzt auf die neueste Legende, dann siehst du den aktuellen Stand und nicht so, wie sie eben released wurde. So ein bisschen fehlt da die History. Du müsstest dich sonst komplett Tage und Stunden da irgendwie belesen. Das würde einfach zu lange dauern und ich habe es versucht. Ich finde keine wirkliche Seite, wo du mal sagen kannst, hey, wie war Octane zum Beispiel zu Release? Was hat sich über Zeit von Season 1 zu Season 22 geändert? Da kann man einfach nur versuchen, so wie ich es jetzt eben mache, frei drüber zu sprechen. Was hat sich geändert? An alles kann man da nicht denken. Aber ich glaube, es geht auch in dieser Reihe eher nicht darum, alles minutiös auseinanderzunehmen, sondern einfach einen schönen Überblick zu schaffen, was sich grob verändert hat. Leute, ich bin auf eure Meinung wie immer gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Vergesst nicht, das erste Video noch der Vollständigkeit halber zu schauen. Und ich freue mich, dass diese Reihe gut angenommen wird. Das erste Video ist schon ganz gut angekommen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.